Zusammen. Ich dachte, ich mache noch mal ein kurzes, spontanes Video zu den beiden Online-Kursen, die ich bei mir im Shop habe. Denn die Frage kam noch auf, was sind denn wirklich konkret meine Vorteile von so einem Kurs? Zum einen gibt es ja den Kurs Challenge Your Writing und dann das Pfötchenliebe-Prinzip. Das sind beides Basiskurse, einmal für Pferdehalter und einmal für Kleintierhalter, also im Speziellen für Hunde- und Katzenhalter. Und ich habe diese Kurse entwickelt, weil ich möchte einfach den Menschen noch einen anderen Weg bieten, wie sie mit Problemen mit ihrem Tier umgehen können. Natürlich ist Training wichtig. Da bin ich natürlich auch mit den Reitstunden und so weiter absolut dafür. Auch Hundeschule, dies, das, dass man wirklich vernünftiges Training mit seinem Tier macht. Aber es ist auch unheimlich wichtig, dass man die Themen, die einem so im Alltag begegnen, ganzheitlich betrachtet. Ne, das seht ihr auch auf meiner Internetseite, das ist mein Steckenpferd. Vor allem das Thema, was Tiere uns spiegeln, was sie für Botschaften für uns austragen sozusagen. Und ich habe selbst mal mit Fanny, meinem Pferd, was ich noch pflege, einige große Probleme gehabt und bin dann auf ein Buch gestoßen, beziehungsweise das hat mir jemand mitgebracht, und da ging es um Tierkommunikation. Und da hatte ich vorher noch nichts von gehört, aber als ich das gelesen habe, war mir direkt irgendwie klar, ja, das ist so und das hat mir so viel gebracht, einfach neue Türen zu öffnen und andere Möglichkeiten zu sehen und mich ganzheitlich irgendwie auch mal zu informieren und auszurichten. Und deswegen hoffe ich einfach, dass diese Kurse für euch oder für denjenigen speziell, der es dann bestellt, auch neue Türen öffnen. Hindurchgehen, sagt man ja so schön, muss man immer selbst. Aber ich würde mich einfach mega freuen, wenn diese Kurse euch einen anderen Blickwinkel verpassen. Denn mit It's You Reit- und Mentalcoaching möchte ich das ja eh. Ich möchte, dass die Menschen eine bessere Beziehung noch zu ihrem Tier aufbauen können und dass sie auch die ganzheitlichen Aspekte erkennen zwischen den Herausforderungen in ihrem Leben und wie das in Beziehung zu ihnen selbst steht. Ob das jetzt mit Tieren ist oder ohne, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Deswegen freue ich mich total, dass ich diese zwei Kurse anbieten darf. Es sind PDF-Dateien, die man runterladen kann. Also ziemlich einfach. Man kann es online sich natürlich lesen oder man kann es ausdrucken, ist auch gar kein Problem. Und ja, einige der Vorteile. Ich denke, in erster Linie sind diese Kurse sehr, sehr motivierend. Also an Tagen, wo es einem vielleicht nicht so gut geht oder wo du besonders Probleme hast mit deinem Tier und sonstige Herausforderungen in deinem Alltag, wirst du beim Lesen doch sehr motiviert, denke ich. Also ich kann sehr viele Themen doch gut nachvollziehen und versuche dich da positiv wieder aufzustellen und dir zu zeigen, wie wunderbar und großartig du bist. Und ich hoffe, dass du das dann auch erkennst. Und zudem gebe ich dir einige Tools an die Hand, mit denen du deine Schwingung auch selbst wieder erhöhen kannst. Ne, ob es jetzt Journaling ist, also automatisches Schreiben oder Positivtagebuch. Es sind viele Übungen drin, um den Energiefluss anzuregen und zu steigern, um dich zu erden, Visualisierungsübungen, um deine Ziele besser zu erreichen. Und auch zum Beispiel bei den Reitern, Visualisierungsübungen für den Reitersitz. Im Hundekurs geht es dann um andere Dinge natürlich. Das ist dann passend auf Hunde- und Katzenhalter dann umgemünzt sozusagen. Und so sind da ganz viele Sachen drin, die dir schon Hilfe zur Selbsthilfe bieten, dass du weiterkommst mit deinen Themen. Dann geht es um die grundsätzlichen universellen Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht, wenn du davon noch nie gehört hast, dass du merkst, okay, was ist das mit dem Gesetz der Resonanz? Was ziehe ich an? Warum ist das so? Was hat es da mit der Schwingung und so auf sich? Was ist das überhaupt? Und warum passiert mir das in meinem Leben? Und dass du ganz klar erkennst, dass du die Fäden für dein Leben selbst in der Hand hast. Ich hoffe sehr, dass du das durch diesen Kurs erkennst und er dir die ersten Schritte beibringt, sozusagen, wie du selber dein Leben in die Hand nehmen kannst. Also ich meine, was Besseres gibt es doch gar nicht. Wir sind nicht Opfer unserer Umstände und der Umgebung und der Wirtschaft und allem. Wir sind nur selbst verantwortlich für unsere Vibration, unsere Schwingung,
für unsere Gefühle, was wir denken, für die Widerstände oder wie wir im Fluss sind, um so unser Leben zu kreieren. Und das sind Teile, die du auch in meinem Kurs lernst. Und dann auch der Schlüssel zu allem, was wirklich dann dazu führt, dass du deine Träume erfüllst und warum bisher zum Beispiel einfache Affirmationen nicht gereicht haben. Apropos Affirmationen, es hat auch einige Affirmationsbeispiele schon mal drin, Buchempfehlungen, gibt natürlich tonnenweise Bücher und Sachen, aber ich habe dir einfach schon mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz gut finde, die man doch mal sich anschauen kann. Und dann stelle ich dir selbstverständlich auch die AK-Strategie mal in den groben Zügen vor. Das ist die Methode aus Access Bars, wo ich halt mit hauptsächlich arbeite, weil das bisher das vielversprechendste ist, was ich so gefunden habe, was es gibt von den Themen. Eine Zusammenfassung aus vielen spirituellen und ganzheitlichen Lehren, aber eben mit diesem einen Schlüsselpunkt, den man sonst nicht ganz so viel liest und mit wirklich ganz klaren Anweisungen und Übungen, die dann dazu führen, dass man sein Leben verändern kann, so wie man das gerne hätte. Also ich glaube, der Kurs bietet sehr, sehr viel. In dem Kurs lernst du zum Beispiel auch, wie du mit Konflikten mit anderen Personen umgehen kannst. Ob das jetzt im Reitstall ist, der klassische Zickenkrieg, oder ob das auf dem Hundeplatz im Verein ist vielleicht. Da lernst du einiges zu. Du lernst schon mal ein paar Kleinigkeiten zum Thema Tierkommunikation kennen und Geldtipps sind in dem Kurs enthalten. Also da ist allumfassend mal eine Basis drin, deswegen ist das ja auch ein Basic-Kurs, eine Basis drin, dass du die ersten Schritte machst in Richtung, ja, ein ganzheitlicher Tierhalter zu sein, ein bewussterer Mensch zu werden. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn du wirklich bereit und offen bist, diesen Weg zu gehen, dass sich dann dein Leben nur zum Besseren wenden kann. Es geht vielleicht in Wellen, ja, und es geht auch mal wieder bergab, aber alles in allem geht es doch immer bergauf, wenn man einmal diese Richtung eingeschlagen hat und aus dem Opferland rauskommt und bewusst nicht mehr Opfer sein will, aufhört zu jammern, sondern die Ärmel hochkrempelt und was tun will für sein Leben selbst, dem Weg seines Herzens zu folgen und sich nicht unterkriegen zu lassen und wirklich Schritt für Schritt in ein immer lichtvolleres Leben zu gehen. Da freue ich mich sehr, dass ich dir mit diesen beiden Kursen schon doch die erste Tür öffnen kann. Und ob du dann hindurchgehst, ist natürlich deine Entscheidung. Aber du hast doch sehr, sehr viele Basics da drin, Grundlagen, wie du anfangen kannst mit praktischen Tipps und Hinweisen. Und ich freue mich sehr, dass du die Kurse ausprobierst und bearbeitest wirklich konsequent. Und ich freue mich dann sehr auf dein Feedback. Schreib mir gerne eine E-Mail dazu. Auch wenn du Fragen hast, kein Problem, schreib mich gerne an. Ich freue mich da sehr auf eine Rückmeldung. Ich gehe in dem Kurs auch auf verschiedene Probleme ein, die man so mit seinem Pferd hat oder mit seinem Hund, mit seiner Katze. Das sind so ein paar gängige Sachen. Das ist jetzt wie zum Beispiel verladen oder sowas. Oder das Pferd lässt sich nicht gut führen oder der Hund zieht an der Leine. Ja, ich kann da auch ein Lied von singen mit Louis zum Beispiel. Aber seit ich da ganzheitlich so dran arbeite, ist es schon so viel besser geworden. Deswegen kann ich es wirklich nur empfehlen, sich ganzheitlich anzugucken und mal zu schauen, wie sehr die Tiere uns etwas spiegeln. Wie gesagt, bei diesen Problemen kriegst du dann immer schon ein paar Tipps an die Hand. Hey, womit könnte das noch zu tun haben? Natürlich nehme ich mir einen super Trainer, aber zu Hause schaue ich auch, wie kann ich daran arbeiten und was habe ich mit dem Thema zu tun? Dabei geht es dann nicht um Schuld natürlich, ne? Das nochmal klar zu sagen. Du bist nicht schuld an irgendwas, aber du hast jetzt die Macht, deine Welt da zu verändern und an dir zu arbeiten und so auch die Reaktion der Außenwelt auf dich zu verändern. Denk immer daran, dein Innen ist Auslöser für die Reaktion im Außen, nicht umgekehrt. Also, du entscheidest, was du erlebst, das kannst du ändern. Es heißt nicht, ja, das ist jetzt so und das kann man nicht ändern und das bleibt so, das ist Unsinn. Du hast die Macht in deiner Welt, gewisse Dinge zu ändern und anders zu erleben, aber das liegt einzig und allein an dir. Und der erste Schritt dahin ist, die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, das auszuprobieren. Du kannst es ja auch einfach mal nur testen. Ganz unvoreingenommen machst du ein paar Versuche und dann schaust du mal, wie sich das mit deinem Pferd oder deinem Hund, deiner Katze oder anderen Tieren, spielt ja keine Rolle, wie sich das verändert und wie eure Beziehung vielleicht noch
tiefer werden kann. Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sehnen sich ja viele danach irgendwie, ja, dass mehr das Herz angesprochen wird, die Seele, und nicht alles nur im Hauruck-Verfahren ist. Natürlich gibt es Themen, da muss man Grenzen setzen, auch gerade bei Pferden, das werden Grenzen gesetzt, man muss trainieren, aber damit man Probleme wirklich nachhaltig löst, auf Dauer, ist es so wichtig, auch an mir zu arbeiten. Ich sehe es auch im Stall ganz oft, da sind Leute, die sind so wahnsinnig schüchtern, trauen sich nichts zu sagen, laufen schon so schluffihaft durch den Stall und das Pferd macht mit denen den Molly, schleift die über den Platz, lässt sich nicht führen, büfft die immer an, dreht sich beim Putzen einfach um und so. Da wundere ich mich doch nicht. Aber solange diese Person nicht auch an sich und ihrer Ausstrahlung und ihrem Selbstbewusstsein und dem Respekt sich selbst gegenüber arbeitet, wird sich das Pferd auf Dauer immer wieder, ja, ich nenne es jetzt mal als Spiegel, zur Verfügung stellen und das Thema immer wieder aufgreifen und zeigen. Natürlich arbeitet man da mit Bodenarbeit und so dran. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass auch immer der Reiter oder der Tierbesitzer an sich arbeitet. Und wenn du auch dafür bereit bist und open-minded bist, wenn du über den Tellerrand gern hinausschaust, wenn du dich nicht scheust davor, mal wirklich in den Spiegel zu gucken und deine Themen, deine Schatten anzusehen und zu bearbeiten, dann sind diese Kurse genau das Richtige für dich. Und ich freue mich sehr, wie gesagt, da mit dir auch in Kontakt zu treten, wenn du das möchtest. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Und nun wünsche ich dir viel, viel Spaß mit diesen Kursen, mit Challenge Your Riding und das Pfötchenliebe-Prinzip. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer mach auch alles mit Freude. Verkrampf dich dabei nicht und hab Spaß und probiere es unvoreingenommen aus und arbeite kontinuierlich die Sachen ab. Also, bis bald und hab nun einen ganz tollen Tag. Tschüss!